Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Lang ist es her. Wie ihr seht, ich bin auf meinem Paladin und wir machen das ja immer so für diejenigen, die noch nicht so lange hier sind. Immer wenn ich mal dazu komme, meinen anderen Account aufzuladen, wo ja der Paladin drauf ist, nehme ich halt direkt erstmal mit dem Paladin auf. Und wie ihr sehen könnt, wir sind hier im... Ja, wo sind wir denn hier? Im Silberwald. Und wir haben ja schon einiges gemacht. Und unsere nächste Quest ist hier. Die machen wir jetzt. Rezept für den Tod. Heißt, wir werden hier die ganzen Gegenstände sammeln. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich hier eine kleine Karte habe, das ist Mapstar. Ne? Mapstar ist ein DLC oder ein Add-on, was man benutzen kann, um halt die Karte zu verkleinern. So. Ach Gott, wir haben ja... Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Habe ich hier was nicht in der Leiste? Sieht so aus. Hab ich? Ne, das ist jetzt so eine Gerechtigkeit. Ich will ja nicht spotten. Ha? Warum? Jetzt muss ich gleich mal gucken. Buff ist noch nicht drauf. Der hat sich jetzt geheilt, ne? Komm, mach mal den hier. Hä? Irgendwas vermisse ich. Oh, kurz heilen. Ist doof. Ah, damals. Wo hab ich den denn? Hab ich gar nicht auf der Leiste. So, war denn der weg? So. Naja, jetzt haben wir noch mal ein paar Skillpunkte gekriegt. Das ist für Mana. Wieso war denn der weg? Siehst du mal, jetzt war ich schon so lange nicht mehr da. Jetzt fehlt mir einiges in der Leiste. Weiher haben wir. Die Sachen. Erst ja, Spott brauche ich hier nie reinpacken. Gucke mal. Ja, gut. Haben wir das auch erledigt. Es ist halt... ich habe halt länger nicht gespielt. Verurteilt es nicht. So, wir müssen irgendwie darüber kommen. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Mobs. Oder ist ein Erz. Den könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen. Die sind übrigens schon einiges zu klein für uns. Aber ich nehme sie... Ich gehe trotzdem immer noch rein. Upp. Immer noch kämpfen. Die Stangenwaffe haben wir übrigens noch nicht so lange. Wir haben ja vorher aus dem Dungeon ein Schwert benutzt. Da muss ich auch noch mal rein. Ich habe jede Menge Quests jetzt für. Ich habe jede Menge Quests für den Burg Schattenfang, glaube ich, gekriegt. Da kümmern wir uns aber noch. Ich denke, muss mal gucken, ob ich da eine Gruppe finde oder ob ich das nochmal mit dem Großen erledige. Ne? Und falls jemand sagt, ja, du kriegst aber keine EP. Es geht mir ja nicht um die EPs. Es geht mir ja um das Fertigstellen der Quest. Und hier die Waffe ist ja eine Paladin-Quest. Übrigens bekommt ihr die aktuell in Retail auch. Weil es gibt ja in Retail aktuell so eine Questreihe, wo man... Warte mal, hier sind auch welche. Ja, das war Kupfer. Wo ihr... Was war das? Wo ihr die, nicht die Traditionsset, sondern... da gibt es nochmal eine extra Questreihe, ist ja wohl nochmal gekommen. Und da könnt ihr auch nochmal Sachen zusammenbauen oder irgendeine Waffe. Ne, was war das? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ihr könnt auf jeden Fall noch mal ein Set wohl holen. Und am Boden liegt diese Waffe. Ihr baut, glaube ich, eine neue, aber die alte liegt am Boden. So war das. Ich mache mal Stopp. Weiß gar nicht warum. Man möchte halt immer draufhauen, ne? Aber das funktioniert ja nicht. Was brauche ich eigentlich von denen? Ach, den Tumor. So, jetzt muss man natürlich erstmal reinkommen, ne? Erstmal wieder reinkommen ins Spielen. Ich finde, das ist gar nicht so einfach. Paladin konnte halt damals nicht so viel. War halt so. So, das Erz ist da drüben. Aber ich würde ganz gerne vorher. Oh, schön. Ja, Junge. Bin mal gespannt, wie lange wir jetzt brauchen, um diesen Tumor da wegzudonnern. War denn jetzt das Erz? War das nicht? Hm. Ja, gute Frage. Ich dachte, hier wäre gerade eins gewesen. So. Genau. Ach, hier ist jemand. Ja, das erklärt natürlich, warum das Erz hier weg ist. Das erklärt natürlich, warum das Erz weg ist. Bleib hier. Und das erklärt auch, warum die Mobs alle down sind. Ja, nicht schlimm. Hier gibt es ja noch mehr Morlocks wie. Ich glaube, die gehen den ganzen Weg rauf und runter hier. Komm. Ja, das sind andere. Ich dachte da. Ach, da hinten sind die. Ja. Kommen Sie her. Wir schwimmen einfach mal im Wasser. So. Was wollte ich erzählen? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, die lange Folge letzte Mal von meiner Hexe war nicht so schlimm. Es ist halt so, manche Quests sind halt so ultra lang. Ey. Na, da bleibt das leider nicht aus. Na. Ah, wir kriegen halt hier nicht mehr so viel. Aber jetzt können wir wenigstens hier auch. Ah, da ist der Tumor. Wir haben ihn. So, jetzt müssen wir darüber. Entschuldigt. So, jetzt werden wir darüber gehen. Und wir müssen einmal hier die Seeschleicher machen und hier die Seekrabbler. Und hier in der Mitte, ja, das ist der Kopf, den werden wir später noch mal holen, wenn wir ein bisschen größer sind. So, jetzt machen wir mal auf automatisch schwimmen, weil wir haben nämlich noch ein paar Meter vor uns. Ne? Weil ich will nicht unbedingt hier hochgehen, weil sonst müssen wir uns durch die ganzen Massen von Gnolle prügeln. Hier ist ja der Steg und dahinter können wir eigentlich auf der hochgehen. Ich denke mal, derjenige, der oder die, die hier auch gerade unterwegs sind, die werden auch irgendwo hier rumtouren. So, und ansonsten haben wir nicht mehr ganz so viel. Ja, hier, man sieht's, ne? Ich muss hier auf jeden Fall noch einiges machen. Hier müssen wir noch hin.
Hier unten müssen wir noch Hände holen. Die Zugangsquest für Terrence Mühle haben wir auch schon. Also die erste. Hier, wie ihr seht, waren wir, glaube ich, auch schon ein bisschen. Aber ich würde halt auch die Quest gerne erstmal fertig machen, ne? Wir könnten. Was ist das denn hier? Ach, guck mal, hier haben wir auch nicht alles fertig gemacht. So viel dazu, dass ich erstmal alles fertig machen möchte, ne? Was haben wir denn hier? Hügelland. Hügelland. Dann geht's ja eigentlich. Arati. Ja, da haben wir noch ein bisschen länger, glaube ich. So, jetzt können wir hier, glaube ich, langsam mal an Land gehen. Drückt die Daumen, dass wir hier noch Mobs finden und jetzt nicht zu lange hier rumtun. Ja. Ansonsten kriegt ihr wieder eine längere Folge. Ist doch auch mal schön. Gerade am Wochenende, so zum Mittag oder so. So, da läuft noch ein Gnoll. Was gibt's hier? Waisenfische. Na gut, dann wollen wir mal. Hier ist einmal nichts. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das müssten. Ja, hier, Seeschleicher liegt da. Ne, das ist ein Gnoll. Ja, wie ihr sehen könnt, hier ist schon jemand unterwegs. Da ist noch einer. Vielleicht haben wir Glück und wir kommen dran. Ich glaube, derjenige, welcher ist auch schon weg, war. Oh, mal gucken, dass wir auch gebufft sind. Ich vergesse das nämlich sehr gerne auch mal. So. Aha, da. So, wir haben zwei. Ist er jetzt nach hinten gelaufen? Vielleicht. Was bin ich denn hier verseucht? Was haben wir denn da? Magie. Ich weiß gar nicht, Magie. Habe ich die Cursive an? Ja, kann. Geht ja gar nicht. Als Heiler vielleicht. So, wir brauchen noch zwei. Da ist einer. Kann gut sein, dass der andere jetzt gerade nach hinten gelaufen ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir hier endlich mehr Fähigkeiten haben. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht als Tank weitermachen. Na. Er ist gut gedroppt und jetzt gar nichts mehr? Gibt's ja nicht. Mehr als Auto-Hit gibt es gerade nicht. Ich weiß gar nicht. So. Okay, wir sind bei 5. Wir brauchen noch einen. Die spawnen aber ziemlich schnell nach. Das finde ich gut. So, da haben wir das. Und jetzt müssen wir rüber. Denn ganz hinten auf der zweiten Insel die geben sogar noch EP. Das ist schön.
Ne, was wollte ich sagen? Da hinten auf der zweiten Insel. Ach nee. Ach, das sind auch nochmal Molochs. Die brauchen wir aber gar nicht. Vielleicht sollten wir. Ja, rumschwimmen macht, glaube ich, bei Molochs wenig Sinn. Die werden im Wasser auch noch hocken. Gehe ich stark von aus. Da gehe ich stark von aus. So, die roten da brauchen wir noch. Hä? Na, guck mal, im Wasser sind sie auch noch. Wir kommen so mal ran hier. So, also, wir brauchen jetzt noch 6 Momos. Und dann haben wir die Quest fertig. Korrigiere, wir brauchen noch 5 Momos. So. Von denen hat man noch mal Kräuter gekriegt, ne? Eigentlich auch eine ganz coole Sache. Hallöchen. Na. Ja gut. Ah, der andere ist hier. Also es sind für 2 Leute sind genug Mobs da. Na, so ist nicht. Und so schlecht droppt es ja auch nicht. So. Was rennt denn der eine so? Komische Nummer. Nein. Das habe ich nicht aufgepasst. Ach, der eine rennt hier einfach lang. Hallo. Wie so ein aufgescheuchtes Hütchen. Wie so ein aufgescheuchtes Hütchen. Was brauchen wir denn noch? 3 Stück. Ja, guck mal, wir haben noch genug Viecher hier. Viecher vor allen Dingen. Ah, sag mal, wie ist denn das eigentlich an hier die Damen und Herren, die hier zugucken? Werdet ihr euch in den Hardcore-Server am 24., ne? 24., 25. Machen? Habt ihr das vor? Und wenn ja, was wollt ihr spielen? Und welche Chancen seht ihr vor euch? So, 2 Stück noch. 2 Stück noch. Einer. Dann sind wir durch. Komm her. Du gibst mir jetzt das letzte Moos und dann kann ich mich hier dünne machen. Mal gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe noch einen Pop, meinen Ruhestein da. Natürlich. Für diejenigen, die sagen, hör mal, so kannst du aber nicht schnell leveln. Natürlich geht das so nicht schnell. Ja? Natürlich nicht. Ach, guck mal, die Tasche, wie voll die ist. So, haben wir den Stein wieder bereit? Ja, natürlich, ja, natürlich. Dann porten wir uns jetzt mal wieder zum. Nicht zum Grabmal. Ach, das ist Rezept von. Ach, da muss ich da rein. Aber ich würde sagen, ich port mich zum Grabmal und wir werden da dann erstmal die Tasche aufräumen. Hier, wie ihr seht, Tanksachen habe ich auch dabei. Im Low-Bereich ist es jetzt nicht unbedingt wichtig, dass die Ausrüstung hundertprozentig auf Tank matcht. Nicht in Level 20. Nein. So, Kinners. Dann würde ich sagen.
Danke ich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Meine Stimme kippt heute immer ein bisschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja. Vielleicht sehen wir noch die ein oder andere Folge von Paladin. Ansonsten geht's weiter mit der Hexe. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.